Jallerin, Tüdelü zusammen und willkommen zu einer neuen Runde hier in Hogwarts Legacy. Die kann ich glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Ja, ne? Kann ich auch nicht. Ich habe übrigens jetzt alle gezüchtet. Alle Tierwesen, die ich habe, habe ich auch gezüchtet jetzt. Ich habe jetzt diese Zuchtstation letztens freigeschaltet im Livestream. Und ich habe jetzt mal ein paar auf Tasche. Und will mal gucken, was ich jetzt damit machen kann. Ob ich die verkaufen kann. Mal gleich mal Hogsmeade testen. Mal gucken, ob die mir jetzt noch irgendwas erzählen kann oder... Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ach, vergiss es. Ach, ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Dick. Gut. Dann würde ich sagen, erstmal kurz nach Hogsmeade und gucken, ob wir die Tierwesen da verkauft kriegen. Und wenn wir das gemacht haben, dann entscheide ich mich mal, was für eine Quest ich heute hier mache. Winter haben wir gerade. Noch nicht voll geschneit, aber halt, also so ist eher so, ne? Was hatte Terra letztens gesagt? Gepudert, genau. So Puderzucker liegt das hier überall, aber auf jeden Fall eindeutig Winter. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ja, ja, jeden Tag eine neue Lieferung Krötenhaut. Okay, ich kann die tatsächlich verkaufen. Sehr gut, ich wusste nämlich nicht sonst, was ich mit denen hätte machen sollen. Sie können gerne wiederkommen. Die Welt Sie sind jederzeit willkommen. Ist ja eigentlich kontraproduktiv, ich will die ja retten. So, jetzt gucken wir mal, was wir heute machen. Es sind so viele Möglichkeiten da. Ich könnte mich mit Sebastian in der Mine treffen. Dann könnte ich mich mit Lodgok treffen und Amit mitbringen, aber das sind Sachen, ich glaube, da warte ich noch ein bisschen. Ich könnte mich auch mit Sebastian in den Katakomben, Gott, wo sich der überhaupt mit mir treffen will. Aber ich bekomme da den Imperio-Fluch und ich glaube, den will ich haben. Ich glaube, das mache ich. Wir treffen uns jetzt in den Katakomben mit Sebastian. Das gefällt mir. Den nächsten unverzeihlichen Fluch, den will ich haben. So, wo ist er dann? Da sind die Katakomben, okay. Dann würde ich sagen, wir apparieren einmal. Ist ja kein Apparieren. Wir reisen mit dem Floh-Gedöns. Was ist das? Ja, das kommt aber hier. Genau, nach Felcroft. Oh, ich will den Imperio-Fluch haben. Ich glaube, da machen Leute das, was ich. Also, die kämpfen dann für mich. Das ist voll gut. Ich bin ja schon voll begeistert von Crucio. Also ich wäre bestimmt voll die böse Hexe. Ich wäre ja so böse. Vorsicht ist besser als nass. Aber wo geht's denn jetzt lang? Da lang? Ich hasse das, dass die Punkte verschwinden. Wenn man dann... Ne, das ist doch falsche Richtung. Ich will doch hier unten hin, oder? Machen wir halt so. Widerlich. Hat sich mit ihren 8 Beinen davon gemacht. Rexy. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Du bist hier. Gut. Das haben Katakomben so an sich, ne? Dass sie dunkel sind.
Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Ich finde das alles nicht sehr gut, was er da macht, aber wir machen einfach mit, wie er den Fluch haben. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Das habe ich wirklich nicht. Diesmal nicht. Ach. Schülerbericht, okay. Die Arbeit der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr elend. Erhellend, nicht elend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der ungestützten Sarkophage, habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Schnauze. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Okay. Spannung. Ich freue mich voll, der nächste Fluch wartet schon. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Bist du denn drauf? Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Oh, scheiße, aber keine. Echt? Ich hab hier keinen? Okay, dann muss ich das erstmal machen. So. Das ist aber bestimmt nicht umsonst da. Hier. Die alle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass. Eklige Drecksviecher. Klasse, Leviosa. Levioso. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll, das habe ich schon. Das Porträt hatte ich schon von Anfang an dabei. Also in meinem Himmel, in meiner Auswahl. Total blöd. Dafür rackere ich mich hier ab. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Eine? Das war jetzt aber mehr als nur eine. So, kann ich das hier nicht öffnen? Ach, hier. Ja, scheinbar nicht. Oder muss ich das hier erstmal alles nieder? Katringo! Ah! Ach, hier. Wie schön, direkt ist auch Licht hier. In einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du machst es prunkvoll. Ich glaube, da ist sogar ein Altar samt Waffenhaufen. Herrlich.
Ja, okay. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Doch nicht nach hier. Komm, Trinko. Scheiße, jetzt hab ich mich voll auf. Einfach von hinten. Schal. Super. Was Frauen nicht alles tut für die Mode, für die neueste Mode. Eklig. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ah, wie Spinnen. Was ist denn hier Feines? Hier beim Altar ist etwas. Ach nee. Ich war so töricht, das Relikt in meinen Besitz zu erwähnen. Und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss von meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ach du Scheiße. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Ein Tagebuch. Was zur Hölle? Noch mehr. Knochen. Okay. Ist das auch hier? Das soll ich mal total fies sein? Guck hier, Segelgerüst. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jede Knochen. Echt, das geht nicht auf? Was war das? Geht das nicht auf? Okay, das hat dann einfach nur hiermit zu tun, ja? Was können die jetzt hier? Also die glitzern. Irgendwie glitzern die. Was mache ich jetzt mit denen? Kann ich jetzt zusammensetzen? Soll ich eine Paarung machen, oder? Kannst ja mal versuchen. Komm, wir machen mal eine Paarung. Hast du hier gleich so einen Menschen.
Komm. Repar. Nein. Das geht nicht, schade. Also ich muss sie irgendwo hin verschleppen, aber wohin? Wohin? Das ist jetzt hier die Frage. So, hier ist doch in der Wand. Vielleicht hilft das ja. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unten. Da sind noch mehr Knochen. Ab hier. Aber hier war gerade tatsächlich irgendwas. Das war irgendwie so eine Spinne wahrscheinlich wieder oder so. Drecksviecher. So, was mache ich jetzt mit diesen Knochen? Ich muss die irgendwo hin befördern. Aber wohin? Das ist jetzt das Rätsel hier. So, hier ist auch irgendwas. Gehen wir mal hier durch. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Oh mein Goodness. Das sieht ja nach irgendeinem Rätsel-Scheiß aus. Verdammt ich. Komm, Ringo. Bombarda. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Ab hier. Wieso? Was ist denn da unten so unsicher? Nochmal, ich glaube das hier vielleicht. Incendio. Ja. Scheiße, das hilft mir aber alles nicht. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr hoch, ja? Wonderful! Marvelous! Es ist nicht zu fassen. So. Okay, das geht nicht, wie ich mir das wünsche. Geklappt? Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Du hast nicht ein Wort gesagt, du Versager. Nicht ein Wort. Nix. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Jetzt wird's knutschen, wa? Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ha, er kann's schon, er kann's schon. Ich will wissen, warum. Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Omenes nichts davon.
Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Aber was ein fiesen Möb eigentlich, der Typ. Also knutschen wollen wir nicht mit dem, aber ich will den Fluch lernen natürlich. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Ich will, dass du mein Sklave bist. Ich möchte den Fluch gerne lernen. Naja, gerne, aber ich will ihn lernen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Das ist eine 4, die abdriftet. Okay, so. Da die Hand und let's go. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Das klingt nach Spaß. Ich kann jetzt wieder Imperium machen. Was heißt wieder? Überhaupt kann ich es jetzt machen. Ich glaube, dann mache ich mir mal hier gerade eine neue Ansammlung. Also Confringo packe ich mir, glaube ich, überall drauf. Confringo ist einfach super. Was packen wir hier noch hin? Dann nehmen wir auch den dazu und den da lassen. Kann ich den jetzt auch an dir ausprobieren, Jung? Levioso! Kämpft für mich! Guck mal, macht die echt! Nein! So, danke! Komm, Tringo! Mega! Komm, nur dafür ist das doch gewesen, ne? Das ist doch, damit man hier das austesten kann. Tringo! Ich weiß gar nicht, wohin jetzt mit mir. Da unten sind noch mehr Drecksviecher. Oh Gott, das ist ein ganz großes Drecksviech. So, dich packst du. Dich packst du jetzt her. Confringo! Confringo! Descendo! Descendo! Levioso! Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Reihenfolge hin wahrscheinlich. Dann lass mal schauen.
Sinn, dass da leuchtet. Ich weiß nicht, ob das... Aha. Achso, die leuchten, wenn man den zu... da kommt. Okay. Ich versuch mal was, aber... Hat geklappt. Weiter so. Sag ich doch. Also ich muss immer nur gucken, was da an den Wänden gekritzelt ist. Das war jetzt eben das da. Jetzt geht's hier rum. Also fange ich hier mit an. Hier. Und such diesen Kreisel. Die sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Okay, und dann noch den letzten. Den machen wir natürlich auch noch. Nee, das kommen Spinnen raus, ey. Dann kotze ich weg. Kotze ich hier weg. Natürlich! Natürlich! Boah, ey, ich hab's geahnt. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Poetisch. Ey, ich hab's geahnt. Das ist ja echt so ein Rex. So, hier sind noch viel mehr Rätsel. Das war ja echt eine Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Aber eigentlich auch nicht. Also, eigentlich schon. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Vielen Spinnen. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Gib noch nicht auf. Das Relikt bringt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur an der Welt der Zauberei von Nutzen sein. Nicht nur der Welt. Nicht an. Sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Na, ich nehme es trotzdem mit. Opa. Sieht aber übel aus. Sebastian, das Relikt, sieh nur. Und ich bin unsichtbar. Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Yay!
Was glaubst du, bedeutet das mit dem dunklen Opfer, das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Sollten die Finger vom Relikt lassen? Soll ich mal gut zureden, Jakob? Ich habe ja meinen Fluch. Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere dir, dass wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ich glaube, der ist schon da hinten. Kann das sein? Wer ist das? Oder ist das Lord Voldemort? Nee, das ist Ominous. Oh, jetzt gibt's Ärger. Ist das Ominous? Jetzt gibt's Ärger. Hi. Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ich fasse das nicht. Wisst ihr, der ist echt nicht mehr so nett. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, er solle die Finger vom Relikt lassen. Wir müssen zusammenhalten und Sebastian davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nicht, seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Na, versuchen wir nochmal mit ihm zu reden, aber ich glaube, der ist ziemlich fest entschlossen. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden. Aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut. Wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Ne? Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Super, wie wir das ausgeredet haben. Ist ja klasse. So, hier waren auch noch voll die coolen Sachen. Ah, ne, hier nicht, aber da hinten irgendwo. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Hm? Ja, ich bin. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance lassen. Dass das Relikt zu wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Was unterstellt er mir hier? Verhältnisproblem oder was? Komm, Trinko. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Mhm. Das ist ja... nur nicht wieder Rechenschaft ablegen müssen. Das ist es. Boah, ich komme jetzt wieder. Da, das hätte mir leid getan, ihn nicht mitzunehmen. Aber irgendwo waren auch noch diese komischen Ranken, aber da kam ich ja jetzt erstmal so eh nicht rüber. Hier war das, ne? Nee, hier war das nicht. Ah, ah.
Hier war das. Komm mal mit, Junge. Vielleicht kannst du mir da helfen. Sebastian. Kommt der mit? Ach ja, komm, ey. Hat das im Kreuz oder was? Lass den mich hier hängen. Na komm, dann hab ich auch keinen Bock mehr. Na komm! Okay, ich entferne mich anscheinend vom Zielort, kann das sein? Ah ne, hier geht's lang. Ja, hier waren wir schon. Klar, ist ja der Rückweg. Hier waren wir eigentlich überall schon. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Der Mann ist blind. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Oh mein Geil, ich bin voll beleidigt, weil der Blinde mich nicht ansehen wollte. Was ist das denn? Junge, ernsthaft. Oh. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt auch mal Schluss, bevor der hier noch weiter blödes Zeug redet, der Sebastian. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch heute gefallen hat. Wir können jetzt endlich den Imperius-Fluch, es fehlt nur noch Avalvara Kedavra, der dritte wirklich unverzeihliche Fluch meiner Meinung nach. Na, Crucio ist auch schon übel. Das hier ist auch fies, aber ganz fies ist Crucio und am allerfiesesten ist natürlich der Todesfluch Avalvara Kedavra. Mal gucken, wann wir den lernen. Und mal gucken, wie weit Sebastian noch vom rechten Weg abdriften wird. Denn meiner Meinung nach tut er das gerade ziemlich stark. Na, ich freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen gebt für mein Video. Und wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und sagt mal bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Natzen. Bye.